Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute basteln wir eine Hollywood-Schaukel. Ja, hier in die Ecke kommt eine Liste, was ihr braucht. Also ihr braucht Eisstäbchen, Stiele, sowas, Schere, Faden, Kleber und ja, und wenn ihr noch wollt, dann irgendeinen Stoff. Okay. Wir fangen damit an, dass ihr sowas baut. Also meine Eisstielen sind jetzt 7 cm lang und oder circa. Und diese sind circa 4 cm lang jetzt. Und ich habe das so genommen, dass 3 Playmobil-Erwachsenenfiguren drauf passen. Jetzt habe ich hier einfach Daniel, Clemens und Thea gemacht. Und jetzt nehmen wir sie weg. Danach nehmt ihr euch so 2 Stäbchen und klebt sie hier, wie ihr seht, halt zusammen. Und das Ganze macht ihr zweimal, so dass ihr 2 gleiche Dings da habt. Dann nehmt ihr noch ein Stäbchen und klebt das irgendwie hier so hin. So. Wie zeige ich das jetzt? So halt hier hin. An beiden Seiten. So, dann sollte es ungefähr so aussehen. Und dann nehme ich hier halt 2 Flaschen, so dass es halt nicht zusammenbricht. Weil das muss ja noch aushärten, Dings da. Und jetzt machen wir für diese Seite so ein Ding. Also wir nehmen jetzt erstmal ein Eisstäbchen oder 2. Okay, dann machen wir ungefähr hier hin. Dann zeichne ich das mit einem Stift hier. Und wo ist mein Lineal? So. Und das ist jetzt bei mir circa 7,5 cm. Wie sagt man das? Genau. Dann schneiden wir es ab und machen das gleiche beim zweiten Stäbchen. So, und jetzt haben wir diese Stäbchen hier. Mein Kleber ist jetzt so, dass es mehrere Stunden trocknen muss. Deswegen kann ich die hier noch nicht anbringen. Deswegen, ich würde sagen, wir sehen uns in ein paar Stunden. Aber ihr könnt auch irgendwelchen Kleber einfach nehmen. Hauptsache, es ist kein Bastelkleber oder so. Heißklebe wäre natürlich am besten, weil das härtet ziemlich schnell aus, oder wie man das so schön sagt. Aber ich habe keine Heißklebepistole. Und wenn das Gerüst trocknet, habe ich noch so eins gemacht und das halt hier dran geklebt. Das soll dann die Lehne sein. So, jetzt ist das getrocknet. Und wir nehmen diese 2 Stäbchen und kleben die dann hier wie so ein A hin. So, und jetzt ist es geklebt. Jetzt schon. Und jetzt ist dieses Teil auch getrocknet. Und deswegen. Ich weiß nicht, ob das so hält. Nee.
Ups, ich muss diese Sachen, bitte diese Sachen hier hinkleben. Das ist besser. So, jetzt nehmen wir so eine, wie heißt das, keine Ahnung, so einen Faden, Wolle-Dings, schneiden da etwas ab und nehmen das so. Und dann machen wir halt das gleiche einmal mal bei der anderen Seite. So, jetzt nehmen wir das. Und dann müssen wir es einfach nur hier hin knoten. Ich mache das jetzt einmal ohne Kamera, so ist es einfacher. So, es war nicht so stabil, deswegen sieht das jetzt so aus. Und jetzt warten wir noch mal ein paar Stunden, bis es dann wirklich fertig ist. So, jetzt ist die Hollywood-Schaukel fertig. Und wir machen da jetzt ein paar Figuren drauf. Ob das auch gut hält? Ja, es hält. Ja, und ich würde dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr mein DIY nachmachen würdet. Und ja, aber ihr könnt ja auch hier noch eine Decke oder sowas noch basteln oder so. Ich habe das jetzt nicht gemacht. Okay, aber ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!